der Blutknoten. Dieser Knoten ist wohl der bekannteste zum Verbinden zweier Schnüre. Wickelt das erste Schnurende einige Male um die zweite Schnur und führt es von hinten zurück. Anschließend verfahrt ihr genauso mit der zweiten Schnur. Allerdings fädelt ihr das Schnurende jetzt von der anderen Seite durch die Schlaufe. Ist eine Schnur dünner, legt ihr mit dieser einige Windungen mehr. Grundsätzlich sollte der Unterschied im Durchmesser 50% nicht überschreiten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbinden.